ganz kurz, kurzer Wikipedia-Rant. Wikipedia ist eine geile Seite, aber die Suchfunktion ist wirklich ein Witz. Also angenommen, ich gebe jetzt hier mal ein. Französische Revolution. So. Aha, Französische Revolution ist gefunden. Jetzt gebe ich mal ein, Französische, jetzt schreibe ich Revolution klein. Gut. Okay. Warte mal. Warte mal. Bei mir hat er immer Probleme mit großen Kleinschreibungen. Ach komm, ich hasse euch. Ich hasse dieses fucking Internet. Das dann immer wie ein Vollidiot dastehen lässt. Wirklich, das war wirklich so. Erstens, was brauchen wir? Wir müssen irgendwelche Universitäten vernetzen, Datenpakete. Und drittens, wie können wir Menschen möglichst dumm dastehen lassen? Französische Revolution, kleingeschrieben. Keine Ahnung, was du meinst. So nämlich. Hä? Keine Ahnung, was du meinst. Hab ich noch nie gehört in meinem Leben. Was könnte das sein? Französische Revolution. Hab ich jetzt nicht gefunden. Du bist ein Vollidiot, Wikipedia. Sorry. Aber wie kann man eine Such... Wie geht es überhaupt, eine Suchfunktion zu programmieren, die so dermaßen inkompetent ist, dass es reicht, dass man ein Wort klein schreibt und er findet nichts mehr. Das ist einfach... Er findet nichts mehr. Das ist wie wenn du irgendwie... bei irgendeinem Fastfood-Restaurant oder so, dann jetzt nicht genau den präzisen Namen hinbekommst von dem Gericht und dann sagst du einfach, ja, ich hätte gern einmal den Sommer-Barbecue-Cheeseburger. Sommer-Barbecue-Cheeseburger? Wie, haben wir gar nicht Sommer-Barbecue-Cheeseburger? Ja, den da. Ach so, den Sommer-Barbecue XXL-Cheeseburger, klar, natürlich, den gebe ich Ihnen natürlich. Also denkst du einfach, fick dich einfach, fick dich. Genauso ist Wikipedia auch. Also das Ganze heißt erstmal gebrochener Preis. Punkt 1. Zweitens, wurde 1876, habe Melville E. Stone, ein Mann, der keinen eigenen Wikipedia-Eintrag besitzt, keinen Link, obwohl er den gebrochenen Preis erfunden hat. Da sollte man mal nachdenken, was da eigentlich los ist. In Chicago hat auch keinen eigenen Link. Was ist da los? Es gibt eine klare Hierarchie in den Tieren, eine Hackordnung, die sich auch in den MP3-Dateien niederschlägt. Und zwar... gibt es eine solche MP3-Datei? Natürlich bei der Erdkröte. Gute alte Erdkröte, wir kennen sie alle. Erdkröte, bester Freund der Feuerkröte und der Wasserkröte. Natürlich die Erdkröte hier am Start. Und die hat tatsächlich so einen MP3-File, findet man gut, komplett unten unter den Quellen, die niemand liest. Und hier, falls ihr euch jetzt fragt, wie klingt eine Erdkröte, dann kann euch dieser Wikipedia-Artikel diese Frage beantworten. Und ist zwar folgendermaßen... Sie hören den Artikel Erdkröte aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Nope. Nope, nope. Ah, nee, guck mal hier seitlich. Warte. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich dachte schon an die Erdkröte so. Hallo, guten Tag zu diesem MP3-File. So, Achtung. Paarungsruf der Erdkröte. Irgendwo geht gerade ein Peugeot auf. Das war's? Dieser entschlossene Blick, das ist einfach das Gegenteil von dem, wie ich aufstehe. Die Erdkröte steht auf und sagt, ich habe Bock auf den Tag. Einfach dieser Stand, einfach so ein bisschen dieses halb empört, halb ich will den Geschäftsführer sprechen. Geil. Das ist einfach meine Erdkröte. Die sieht irgendwie gebacken aus, oder? Ich finde, die sieht gebacken aus. Durch diese ganzen Bläschen hier und irgendwie diese knusprige Kruste. Irgendwie sind Kröten auch so der Zwischending zwischen widerlich und einfach so köstlich. Ich finde, die sieht schon lecker aus. Sollten Aliens jemals auf diese Erde gekommen sein und haben Blumen gepflanzt, dann definitiv die Eudicotyledonen. Das sind eigentlich deine Lieblingspflanzen. Ich mag Gänseblümchen. Ich mag Sonnenblumen. Ich mag Euloclictiglodonen. Okay, Martha Bergson war schon immer ein besonderes junges Mädchen. Ich mag Saxifragales. Steinbrechartige? Jesus Christ. Guck mal, das ist auch schon, da bist du komplett verloren. Pflanzen bist du komplett verloren. Und jede dieser einzelnen Pflanzen braucht einen Bergson-Index. Wie Suppe definiert ist eigentlich. Suppe bezeichnet eine flüssige bis dünnbreiige Speise, die auf Grundlage eines Fonds, also sind wir jetzt in Investmentbanking drin, und weiteren Zutaten hergestellt werden. Also da müssen wir jetzt erstmal definieren, was ein Fonds ist.
Kraftbrühe, Grundbrühe, Essenz, Reduktion und Fumet. Und wir sind schon wieder ganz, ganz tief drin bei Champignons. Ja, Champignons gehören zu den Agaricomycotina. Das ist die Klasse der Agaricomycetes und die Unterklasse der Agaricomycetidae. Riesenhafte Mischwesen, gezeugt von göttlichen Wesen und Menschenfrauen. Ah, waren größer und stärker als Menschen und laut den Berichten der Apokryphen, gut, berichten, können wir das vielleicht zumindest mal in Anführungszeichen stellen, Wissenschafts-Wikipedia, dass die Berichte der Halbriesen Boshaftigkeit war. Also, das ist ja wieder ein Witz. Die Nephilim sind riesig, fressen alles, Vieh und Mensch, und sind eine Bedrückung der Erde. Ein bisschen sehr, sehr einseitige Berichterstattung über die Armen. Wo ist Nephipedia, wo die ihre eigene Geschichte erzählen können? Tiefschwarz, für die Anwendung im Bereich der Messtechnik und unter anderem für die Raumfahrt und das Militärwesen entdeckt. Ist auf jeden Fall, also fucking schwarz. Also so richtig, das ist blau. Mal so nebenbei. Also nur so als Abgleich. Das ist nicht schwarz. Das ist nicht schwarz. Das ist blau, das ist tiefblau. Das ist Winter Blue. Ah, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, ehrlich gesagt. Aber irgendwas, ach Gott, vergesst es, Freunde. Basis. Ach ja. Verloren. Aber wir wollen mal ganz kurz gucken. Also die Wildbiene des Jahres natürlich. Man erinnert sich noch 2017 die Knauzien-Sandbiene. Dann die gelbbindige Furchenbiene. Natürlich 2018, glaube ich, haben wir alles mitbekommen. Das war ein Sommer, der wird in die Geschichte eingehen. Also der Sommer 2018 mit der Furchenbiene, das war natürlich ein Traum. Die Senfblauschiller-Sandbiene 2019. Was habe ich gejubelt, als die tatsächlich angekündigt wurde. Die Senfblauschiller-Sandbiene war einfach großartig, wo auch die lateinische Übersetzung alles lateinisch übersetzt, außer das Wort Senf. Wo man auch mal schön in seinem Stohwasser nachschlagen kann, was Senf heißt. Ist das ein fantastischer Name, die Senfblauschiller-Sandbiene. 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 Biene. Wird nächstes Jahr abgefragt. So, was haben wir damals gejubelt und jetzt ist es raus. Tatsächlich 2020, die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen, ging ja durch die Medien die Auenschenkelbiene. Und da sage ich mal, also, ich weiß nicht, was die Jury sich dabei gedacht hat, der Auenschenkelbiene die Wildbiene des Jahres zu geben. Also guckt euch das mal an, also, das ist doch ein Witz. Das soll die Biene des Jahres sein, die Wildbiene des Jahres, das soll es sein. Also sorry, ich kann damit nicht anfangen, mir sind die Beine viel zu pelzig, die Flügel viel zu eingeklappt, die ganze Struktur ist viel zu flaumschig durch die Bank, da ist keine Struktur drin, das hält nichts aus, die leistet nichts, macht nichts, sie ist immer noch wild, mir ist sie zu wild, ehrlich gesagt, nichts im Gegensatz zur Senf-Blauschiller-Sandbiene. Ja, die Auenschenkelbiene, ist nicht meine Biene. Ruck. Ist ein Begriff in der Kinematik, der vorwiegend in der Fahrdynamik und der Getriebelehre benutzt wird. Ruck, früher Hauruck. Ruck bei Fahrzeugen. Querruck. Das könnte auch so ein Ork-Anführer sein, oder? Querruck. Querruck? Und dann hat er, guck mal, im Grunde habe ich sowas Ähnliches heute auch schon geleistet. Jerk. Ruck heißt Jerk? Ja klar, Jerk. Also, Gestein des Jahres war natürlich wieder ein Wettrennen. Ne? Also, wir haben es ja mitverfolgt. Es gab natürlich wieder einige Kandidaten. Sandstein 2008, Basalt, Kalkstein, Tuff war 2011. Wie gesagt, das war ein Aufschrei. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Das ging ja über die Gesteinspresse hinaus. So, Gneis 2015. Und da muss ich ganz kurz sagen, das war eine der wenigen Entscheidungen des Gremiums, wo ich gesagt habe, da stehe ich nicht dahinter. Gneis muss für mich raus. Also, Gneis ist für mich nichts. Das war ein Fehler, wie gesagt, 2015, deswegen bin ich da ehrlich gesagt auch mal so. 2016, dann finde ich wieder Back to the Roots einfach Sand. Zu sagen, es ist Sand. Es ist Sand, ehrlich gesagt. Das Sand. So, das ist genau wie wenn du sagst, Person des Jahres, das Publikum. Naja, komm. Ja, okay. Ja, Publikum ist wichtig, ganz toll. So. Aber es ist halt jetzt nicht eine Person. Genauso Sand. Ja, Sand ist einfach Quatsch. Sand ist einfach Quatsch. 2017 Diabas.
Ja, Diabas, richtig. Ihr fragt euch wahrscheinlich 2018 die Steinkohle. Ob das so zeitaktuell ist, ehrlich gesagt. Ob das eine gute Idee war, 2018 noch die Steinkohle als Gestein des Jahres rauszubringen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber auf der anderen Seite vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir müssen die Steinkohle bewahren. Die ist so toll, lassen wir doch einfach mal in der Erde drin, oder? Oder? Kleine Idee, verrückte Idee, lassen wir die einfach mal drin. Der Schiefer war es 2019 und jetzt 2020 die große Enthüllung. Lea hat es schon ein bisschen gespoilert, aber, und da möchte ich auch einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute verbreiten, und zwar an der Seed. Ja, man hätte in meinen Augen auch einen Stein nehmen können, der ein Bild hat. Ne? Ist jetzt eine intuitive Sache, irgendwie marketingtechnisch vielleicht ein bisschen besser zu vermarkten, als wenn du jetzt sagst, Person des Jahres, Walter Friedheimer, und du denkst dir, wer? Ja, wir haben leider kein Bild von dem. Ja, okay, dann herzlichen Glückwunsch. Cool. Also, Andesit, kein Bild, aber aus gutem Grund, würde ich mal sagen. Weil wenn man da mal ein bisschen näher hinschaut, dann sieht man, okay, Andesit nicht der fotogenste, also das fotogenste Gestein, das es überhaupt gibt. Hier haben wir ein Bild von Andesit. Aber ich meine, es ist eigentlich auch Zeolit. Es ist Zeolit, hier haben wir... Es ist ein bisschen Zwischending zwischen Quarz und Plagioklast. Jesus Christ. Und ich glaube, Piqui spricht man das aus, oder? Ich kann das nicht genau. Oder Piqui. Piqui. Was heißt denn das? Sind diese Buchstabe hier? Was ist denn dieses Omega-Ding da? Ah, das finde ich jetzt nie im Leben, oder? Ah, wie findet man solche weirden Buchstaben? Gerundeter, zentralisierter, fast geschlossener Hinterzungenvokal. Okay, Hörbeispiel. Können wir kurz reinhören? Diesen 0 Sekunden langen Clip? Habt ihr kurz 0 Sekunden Zeit? Sorry. Habt ihr kurz 0 Sekunden? Oh. 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 Piqui. Nee, das ist nicht der richtige, oder? All I wanna do is. Oh. 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 William. Henry. William Henry Gates, der Dritte? Sorry, ganz kurz. Ist Bill Gates adlig? William Henry Gates, der Dritte? Langsam, langsam, langsam. Warum der Dritte? Das steht auch in seiner Unterschrift. Guck ich mal die Unterschrift an. William H. Gates, drei? Was soll das denn bedeuten? Wie der Dritte? Gates, der Dritte? Du kannst ja nicht einfach sagen, ich bin der Dritte. Und warum der Dritte? Kann ich gerade auch sagen, ja, ich bin der Vierte. Ich meine KBE. Order of the British Empire. Das ist das kleine Y oder was? Ein U? Ist eine Majuskel, ist da auch klar. Ja, die Minuskel. Ich meine, lateinisch heißt es noch Y, kleines Y. Aber natürlich in Kyrillisch heißt es Bibi. Ist ja völlig klar. Moment mal. Y heißt auf Kyrillisch Bibi. Und Y wird von sämtlichen Behörden Deutschlands als Zeichen für Alkoholkrankheit und Alkoholkonsum verwendet. Also kyrillisch gesehen ist Bibi das Zeichen für massive Alkoholkrankheit. Frau Blocksberg, was verstecken Sie da in Ihrem Besen? Da einen schönen Unterberg unterm Rock oder was? Jetzt kommt alles raus. Ehre. So, pass auf. Ehre bezeichnet der Botanik einen Blütenstandtyp mit gesteckter Hauptachse. Na gut, aber pass auf, Freunde, es gibt nicht nur Ehren, nein, 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 weil ihr denkt, da draußen sind nicht auch Ehren unterwegs, die euch verarschen wollen, dann denkt nochmal, ja, jede Pflanze will euch mehr oder weniger verarschen, denn Achtung, Achtung, habt Acht vor der Scheinehre. Die Scheinehre, ja, man denkt, man hat sich getroffen, man versteht sich gut, irgendwie sie ist irgendwie nett, irgendwie sieht gut aus, die Eltern sind nett und dann denkst du, okay, Heiratsantrag und am Ende war alles nur eine Scheinehre und man denkt sich, verdammt nochmal, Regina, wo bist du? Wir haben gesagt 11:30 Uhr, jetzt bist du weg. Scheinehre wird ein gedrängter, rispiger Blütenstand bezeichnet, der einer Ehre ähnelt, jedoch einen anderen morphologischen Aufbau besitzt. Ach Gott, ich wusste es. Manchmal sehe ich die Kollegen am Straßenrand, denk mir, habe Ehre, aber nope, keine Ehre. Scheinehre ist eine Rispe, ist letztlich eine Rispe. Ach guck mal, so sehen Rispen aus. Es gibt noch Schirmrispen und es gibt auch die Spirre.
Man ist innerhalb von zwei Klicks in einer Welt, in der man nie sein wollte und aus der man nie wieder rauskommt. Und ist neben den Blütenständen des Mädesüß auch bei den Simsen und Binsen gewachsen. Ey, Leute, das ist doch Schwachsinn. Das ist ein echtes Mädesüß, ne? Also da müssen wir uns jetzt auch, da können wir jetzt lange diskutieren, aber letztendlich ist das ein echtes Mädesüß. Pferd. Das ist das Bild für Pferd. Das ist jetzt wirklich das Bild, für das ihr euch entschieden habt beim Thema Pferd. Naja, na gut. Ich bin kein Biologiker, aber ich sag mal, das ist kein Pferd. Und da bräuchte es eigentlich jetzt noch so ein Audio-File oder so ein... Eigentlich, warum ist in dieser, was ist mit dieser Box? Diese Box braucht erstmal den Bergson-Index auf jeden Fall und dann auch einfach noch so ein MP3-File, auf das du klickst und dann weißt du, was die für ein Geräusch machen. Das braucht's eigentlich. Wikipedia, ich zahle jeden Tag 15 Euro für Wikipedia und da passiert nichts. Die löschen immer meine Artikel, weil sie zu wertend sind, nur weil ich jetzt halt nicht so viel Bock auf Pfauen hab. Und ich finde, dass auch mal gewisse Dinge gesagt werden müssen. Zu wertend. Die sind nicht zu bunt. Ich finde, die sind zu bunt. Also, das ist anscheinend ein Hauspferd. Aha, das lebt in einem grünen Haus mit grünen Wänden und einer blauen Decke. Er ist tot. Leider an Malaria gestorben. Schade. Nicht schnell genug ins Haus gerannt. Sein Kollege hier ist offensichtlich im Haus. Dülmer Wildpferde im Merlenfelder Bruch. Ist eigentlich jedes Bild in der Wikipedia falsch? Ist jedes Bild falsch? Ein Hauspferd, auch hier weitere Hauspferde. Das Weiße ist im Schlafzimmer. Und das Hellbraune ist in der Küche. Bereitet hier schon ein schönes Frühstück vor. Und hier natürlich in der Werkstatt. Da bauen sie gerade was auf. Der im Chat verzweifelt fragt, Florentin, hau noch mal bitte das beste Last-Minute-Geschenk für die 20-jährige Schwester raus. Verzweifelt hier gerade mit Last-Minute-Panik. Ansonsten, wir gucken auf Wikipedia. Und generell, wenn man nicht weiter weiß im Leben, geht man auf Wikipedia, klickt auf zufällige Artikel und hat die Antwort. Ja. Guck mal. Interessiert sich deine Schwester zufällig für französische Theologiegeschichte? Falls nein, hast du ein riesiges Problem. Erste Idee. Zweite Idee. Einfach Hans-Jürgen Behrendt, ja? Hey, guck mal, sorry, aber irgendwie war Politik früher auch cooler. Muss man wirklich ganz ehrlich mal sagen. Nicht nur sieht es aus wie ein fucking Bandalbum, wie einfach fünf Jazzmusiker, die kurz vor dem Tod sind, die kurz vor dem großen Jazzmassaker noch einmal sich zusammentun und ein bisschen... Falls sie sich nicht für Politik interessiert, hast du ein riesiges Problem. Wir gucken, was der dritte Vorschlag von Wikipedia. Zack, interspezifische Konkurrenz. Interessiert sich deine Schwester für Mathematik? Wenn ja, dann schenk ihr ein Mathematikbuch. Zum Beispiel einer dieser genialen Wikipedia-Artikel, die genau eine Quelle haben. Nämlich James Murray's Mathematical Biology. Im Springer Verlag erschienen, kannst du ihr schenken. Gut, wenn sie sich nicht für Mathematik interessiert, dann hast du ein riesiges Problem. Vierter Vorschlag. Interessiert sich deine Schwester für Klöster? Wenn ja, schenk ihr eine Klosterreise. Ja, einfach mal nach Georgien. Schenk ihr eine Georgienreise. Deine Schwester wird fragen, wo ist Georgien? Dann sage ich, ja, das wirst du bald rausfinden, wenn du Anfang Februar mal schön nach Georgien fliegst. Reiterin, interessiert sich deine Schwester für Pferde? Wenn ja, schenk ihr so einen Salzstein. Pferde haben Salzsteine. Pferde brauchen Salz. Und die lecken dann an den Salzstein. Mag deine Schwester Salz? Wenn ja, schenk ihr einen Salzstein. Wenn nein, dann hast du ein riesiges Problem, mein Lieber. Ich meine, so ein Album dauert eine Stunde. Frank Sinatra, Elvis Presley. Guck mal, der hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Ich höre doch nicht Musik von jemandem, der keine Wikipedia-Artikel hat. Louis Prima. Hör ich doch nicht an. Ja, es ist wieder soweit. Die Zeit des Jahres, auf die ihr alle wartet. Ja, die Natur hält sich die meiste Zeit des Jahres zurück. Ja. Aber einmal im Jahr, da werden alle Scheinwerfer, auch der Entertainment-Branche, auf sie gerichtet. Denn es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Zum Vogel des Jahres. Vogel des Jahres. Ja.
Der Vogel des Jahres wurde gewählt. Ja, wir schauen noch mal ganz kurz auf 2019, was da passiert ist. Natürlich die Feldlerche. Ja, der erste Vogel. Und da, ich meine, ich weiß noch, wie du letztes Jahr ausgerastet bist. Ich kann es euch, Leute, ich kann es nicht sagen. Der erste Vogel, der das zweite Mal gewinnt. Zweimal. Wow. Wow, ich meine, wir hatten damals so viele, wir hatten Sperber, Sperling, Specht, Spingo, hatten wir alle noch dabei. Spingo, ich dachte so, please, Spingo. Technisch gesehen, Pinguin habe ich ja damals ins Rennen geworfen. Aber ja. Ist das dann, das war jetzt, da war, man, war weiß, die, nicht, ob's, man weiß nicht, ob es... Man weiß es nicht. Es war so, Die Feldlerche räumt ab einfach zum zweiten Mal. Ja. Okay, kommen wir nun natürlich zur Veröffentlichung des Vogel des Jahres 2020, denn wir wissen, Vögel leben in der Zukunft. Das heißt, die 2020er-Verleihung können wir heute schon verkünden. Und es ist dieses Mal. Du bist Schlagzeugerin. Den Trommelwirbel bitte. Das wollte ich nur einbauen. Turteltauben! Es ist die Turteltaube! Völlig verdient. Die Turteltaube gewinnt den Vogel 2020. Yay! Yeah! Gewinnt! Und hier ist sie, die Turteltaube! Oh mein Gott! Oh, da ist sie! Haben wir die Kamera hier unten? Ganz kurz, hier klein. Einmal die Kamera hier unten. So, Entschuldigung, wollen Sie... Können wir die mal sehen? Einmal? Wir müssen die mal kurz schneiden. Okay, es ist eine Turteltaube. Und natürlich, wir gucken noch mal rein, weil es gibt natürlich nicht nur die Vögel des Jahres. Es gibt allerlei, es gibt Insekt des Jahres, ja, es gibt Schmetterling des Jahres, was natürlich mein Interesse geweckt hat. Schmetterling des Jahres, gibt es auch Raupe des Jahres? Hier zumindest nicht. Es gibt einen Fisch des Jahres, es gibt einen Fitch Award, ist klar, Fledermaus des Jahres. Aber was ich sehr interessant fand, es gibt auch Alien des Jahres. Und da ist natürlich die Frage, was ist Alien des Jahres 2019? Fragt sich eine Katjana Gerz wahrscheinlich minütlich. Warte mal, was ist Alien des Jahres? Was könnte Alien des Jahres sein? Wir haben die kleinen Grünen, wir haben die Grauen, wir haben natürlich so ein Schleim-Blubbermonster, genau. Wir sind Gelee-Monster, wir haben Gaswesen. Wir haben auch hier. Ja, sowas, genau, aus dem Bauch raus, Facehugger. Okay, wir schauen mal rein, was es tatsächlich geworden ist. Alien des Jahres 2019 ist der Goldfisch! Oh mein du wusstest Gott. Nicht, dass Goldfische Aliens sind? Shit. Gibt's auch den Alien des Jahres erst seit 2018? Seit 2018. 2018 war es natürlich das drüsige Springkraut. Ich meine, okay, das ist natürlich ein Selbstläufer, ist klar. Ja, ja. Das habe ich gewusst. Aber dass Goldfische Aliens sind. Ja, ja. Und hier haben wir Reptil-Lurch des Jahres. Ja, wir haben keinen eigenen Lurch. und hier haben wir natürlich die Waldeidechse, Knoblauchkröte. Gute alte Knoblauchkröte. Manche Tiere tun mir auch einfach echt leid. Ja. Weißt du, es gibt Tiere, die heißen Löwe. Und dann gibt es ein anderes Tier, das heißt Knoblauchkröte. Es ist halt wirklich ein bisschen, es sind ja beides Tiere. So, die unterscheidet ja nichts erstmal. Aber einer heißt halt irgendwie Tiger und dann die Knoblauchkröte. Lass mich den Knoblauchkröte spielen. Der Teichmolch, die Mauereidechse, Erdkröte, Schlingelnatter und natürlich... Ich glaube, mehr oder weniger ist es nur eine Auflistung von Tieren jetzt. 2019. Also, wer war denn noch im Rennen? Bei ja, Bergmolch. Das ist auch so, wer war Platz 3? Wer war der letzte Platzierte in diesem Jahr eigentlich? Ich bin ja immer der Underdog-Fan, weißt du? So, wer war Platz 7? Das ist so eine gute... Weißt du, das ist auf wirklich wen sollte man für die Zukunft mal sein Auge halten? Ich will da so eine Rangliste. Aber ihr wisst natürlich, der Molch des Jahres wurde noch nicht bekannt gegeben für 2020. Letztes Jahr natürlich Bergmolch hat gewonnen, glaube ich, wissen wir alle. Wir erinnern uns daran, was der für ein Medienspektakel damals... Und jetzt können wir mal gucken, inwiefern wir Wikipedia-Influencer sind. Guck dir das mal an! An welchem Tag war das Moin Moin, in dem ich den Artikel Wurmautomat vorgestellt habe? 3.2. Nicht schlecht. Seitdem, und da geht's wieder ein bisschen hoch. Es geht wieder ein bisschen hoch. Der Trend steigt. Die Leute haben wieder mehr Bock auf Wurmautomaten. Davor gar nichts. 5. Alles ich. 2. Ganz dunkler Tag am 23.2. mit einem. Wie viele Leute interessieren sich für Parmesan? Uiuiui. Guck mal, hier haben wir 490. Parmesan ist wesentlich beliebter als Würmer. Mach mal länger. Was war am 30.01. los? Was ist am 30.01. passiert? Dass fast 1000 Leute Parmesan auf Wikipedia gesucht haben. Ist das der Parmesantag? Der Parmetag? Ist der 30.01. der erste der Parmetag? Tatsächlich ist es so, daran kann man immer merken, wie weit man weg ist davon, dass es etwas existiert, wie der Vorschlag aussieht. Wenn du schreibst, meinten sie Schussen? Nein. Dann weißt du auch relativ sicher schon, dass es kein Schuss. Und nichts im Ansatz. Kühlschubsen gibt's.
Im gleichen Rahmen wurde sein Spiel Rabenschubsen als Kinderspiel. Okay, langsam. Schubsen ist eine Sache, Rabenschubsen ist eine andere Sache. Gibt es tatsächlich nicht. Deswegen werde ich diesen Artikel jetzt natürlich erstellen. Das ist meine Pflicht als Bürger, Schubsen zu erstellen. So. Schubsen bezeichnet ein kraftvolles, Gewalt wollen wir jetzt noch, weiß ich nicht, ein kraftvolles Wegdrücken einer anderen Person. Es ist oft die erste Eskalationsstufe zu Gewalt und kann zu einer Schlägerei führen. Das ist immer ganz wichtig, wenn ihr Wikipedia-Artikel schreibt. Wichtig ist die Verbindung zu anderen Wikipedia-Artikeln. Und es gibt einen Wikipedia-Artikel für Schlägerei. Ein kraftvolles Weg. Schucken. ein Checken. Checken ist ja eher so aus der Bewegung heraus. So, haben wir. Zack. Schubsen. Bitte erkläre deine Erinnerung. Den Artikel gab es noch nicht. Bin sehr gespannt, wer der Molch des Jahres 2020 wird. 2020 wird ein gutes Jahr.